Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Für euch gibt es heute den TMI-Tag, den Too Much Informations-Tag. Habe ich bei unzähligen YouTubern gesehen und heute ist es Zeit dafür, das Ganze auch mal hier für euch zu präsentieren. Das sind 50 Fragen, die ich euch jetzt beantworten werde. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und vielleicht ist die ein oder andere Neuigkeit für dich noch mit dabei. Viel Spaß! Die erste Frage lautet, was hast du gerade an? Ich habe gerade an ein T-Shirt von Bershka, eine Jogginghose von Adidas und selbstgestrickte Socken von der Mama. In diesem Sinne einen wunderschönen Muttertag, Mama. Du bist die Beste, ich liebe dich über alles. Und ja, auch alle anderen Mütter auf dieser Welt, alles Gute zum Muttertag. Ja, ich bin verliebt gewesen jemals und das auch nicht erst einmal. Ja, ich war verliebt. Auch das hatte ich bereits. Und zwar ist für mich eigentlich jedes Beziehungsende nicht wirklich schön. Also schlimm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jedes Beziehungsende war für mich keine schöne Erfahrung. Aus diesem Grund kann ich die Frage mit Ja beantworten. Ich bin insgesamt 1,88 groß, manchmal auch 1,89 oder 1,85, das schwankt. Das schwankt ebenfalls, also ich bin in den Wintermonaten meist ein bisschen schwerer als in den Sommermonaten, aber es pendelt sich immer so zwischen 73 und 75 Kilo ein. Nein, gibt's keine, an meinem ganzen Körper ist nicht ein irgendwie künstlich aufgetragenes Bildchen oder sowas. Ja, habe ich, und zwar ein Ohrloch habe ich mir mal stechen lassen in meiner Jugendzeit, so mit 14, 15. Ansonsten habe ich aber keine weiteren Löcher oder Piekser an meinem Körper. OTP, ich muss das mal googeln, was das wirklich heißt, also Run True Partnership. Gibt es für mich, und zwar meine beste Freundin zum Beispiel, ist ein sehr gutes Beispiel, die ist seit ihrer Schulzeit mit ihrem Freund zusammen und die haben sich jetzt auch verlobt und werden nächstes Jahr heiraten. Das finde ich echt klasse und das ist so für mich wirklich wahre Liebe und eine wahre Beziehung. Lieblingsfernsehsendung oder Online-Show? Also ich schaue sehr gerne, das ist jetzt für manche einen vielleicht ein bisschen komisch, gerne Menschen bei Maischberger, Maybrit Illner oder Anne Will, also so Polit-Talk schaue ich mir ganz gerne an. Dann als Serie auf jeden Fall Grey's Anatomy, absolute Favoritenserie und Staffel der US-amerikanischen Serien, die im Free-TV kommen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Lieblingsband habe ich jetzt nicht wirklich. Ich finde Rita Ora ganz cool und ja, dann hört es auch irgendwie schon auf. Also ich höre gerne Charts, House und Dance Music. Das heißt, das variiert dann immer so ein bisschen. Ich bin da recht flexibel und mag ganz schön viele Stars, Bands und Musiker. Puh, was für eine Frage. Ich vermisse irgendwie Urlaub. Also da kommt jetzt demnächst wieder mein Sommerurlaub, aber Urlaub bin ich wirklich wieder reif jetzt derzeit und das vermisse ich irgendwie am Strand zu liegen und zu chillen und einfach mal nichts zu tun, außer sich die Sonne auf den Ranzen prallen zu lassen und zu entspannen. Ja, und natürlich irgendwie vielleicht auch ein Partner, ne? Also so jemand an deiner Seite. Bin ja jetzt fast 2 Jahre Single. Das heißt, da könnte mal wieder was passieren, aber ich suche danach nicht. Wenn es passiert, passiert's. Ja. Lieblingslied? Puh! Lieblingslied, Lieblingslied, Lieblingslied. Von Weatherbee finde ich ganz cool den Song. Und nee, kann ich mich schlecht festlegen. Es sind auch sehr viele Tracks, die ich ganz gut finde. Und ich bin sowieso nicht so gut im Liedernamen merken, wie ihr aus der Music Mail Challenge, die ihr euch vielleicht schon angeschaut habt, mitbekommen habt. Ich bin 24 Jahre alt im Februar geworden. Was denkt ihr, wenn ich im Februar 24 geworden bin? Ich bin ein Fisch. Blub, blub. Puh, Qualitäten an meinem Partner. Also auf jeden Fall Treue, Ehrlichkeit, Spontanität, Lebensfrohheit, Lebenslustigkeit, obwohl das ja fast das Gleiche ist. Ja, das sind so die Qualitäten, die ich an einem Partner schätze. Lieblingszitat gibt es eigentlich nicht wirklich. Also bleib immer du selbst. Das ist so ein Spruch, den finde ich ganz gut. Verstell dich nicht. Ja. Also im deutschsprachigen Raum finde ich das, ist das auf jeden Fall Matthias Schweighöfer, den finde ich super sympathisch. Ja, und ansonsten international gibt es auch wieder so viele, die ich euch gar nicht alle aufzählen kann. Ja, aber gibt es auf jeden Fall. Das ist für mich blau. Musik gehört für mich immer laut gehört. Also sobald ich von Arbeit nach Hause komme, drehe ich meine Anlage auf und dance erstmal eine Runde durch die Bude. Also Musik muss für mich immer laut sein. Außer wenn ich abends im Bett liege und vielleicht noch ein bisschen gechillte Musik hören möchte, dann mache ich das natürlich leise. Aber in erster Linie bevorzugt richtig schön laut. Wenn ich traurig bin, dann verkrieche ich mich in mein Bett, ziehe mir die Bettdecke über den Kopf und rede mit meinem Kopfkissen.
Duschen fällt bei mir so ein bisschen raus, weil ich absoluter Badewannenfreak bin, aber wenn ich dusche, dann auch so 10 Minuten, Viertelstunde, also das muss schon gechillt sein. Das variiert, also wenn ich es packe, pünktlich aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, habe ich so meine Stunde Zeit oder brauche ich meine Stunde, um mich fertig zu machen, um meinen Kaffee zu trinken, um mir die Haare zu stylen und so weiter. Ja, bin ich, und zwar in meiner Jugendzeit. Klar, da hat man sich auf dem Schulweg irgendwie mit Schulkameraden gekloppt, aber seitdem ich jetzt ein bisschen älter bin auch und hierher gezogen bin, hatte ich einmal in der Diskothek das Vergnügen, in eine Auseinandersetzung zu kommen, in eine körperliche. Und ja, das war eigentlich so mein einziger Punkt bislang. Und ja, war eigentlich kein Riesending. Also jemand musste mir eine Backpfeife geben und mich von so einem Podest runterschubsen und ich wollte zurück umsen. Und dann sind aber meine Leute dazwischen gegangen und dann haben wir die Clubs verlassen. Und dann war eigentlich alles gut. Also das war so die einzige körperliche Auseinandersetzung, die ich jetzt die letzten Jahre irgendwie erlebt habe. Auf jeden Fall Arroganz, eingebildet sein, Unehrlichkeit, Mundgeruch geht auch überhaupt gar nicht. Und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Ehrlichkeit, ein gepflegtes Erscheinungsbild, gut riechender, allgemeiner Gemütszustand, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Und ja, keine Ahnung, einfach ein lebensfroher, natürlicher Charakter. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was absolut positiv zu bewerten ist. Puh, diese Frage kriege ich so oft gestellt. Ich kam, oder inspiriert hat mich Sammy damals und dann habe ich ein erstes Video gedreht, das Feedback war ganz gut. Und ja, dann bin ich dabei geblieben und es macht mir bis zum heutigen Tag wirklich extrem viel Spaß, vor allem, wenn ich euer Feedback bekomme. Ja, also die Inspiration war Sammy eigentlich, um mit YouTube anzufangen. Auf jeden Fall Spinnen. Davor habe ich wirklich Schiss. Ja. Letzte Sache, die mich zum Weinen gebracht hat, das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube fast, ja, 2 Jahre. Und die Sache war, hatte auch mit meiner Beziehung zu tun. Genau. Oder meiner Ex-Beziehung. Ja, ebenfalls, also bis zu meiner letzten Beziehung. Da war das letzte Mal, dass ich gesagt habe, ich liebe dich. Seitdem nicht mehr, ist eigentlich echt schon lange her. Mensch, Meier. Die Bedeutung hinter meinem Online-Namen ist eigentlich recht einfach. Also Mister für Mann, Mans für Männer und Trends für Trends. Also wenn man das zusammensetzt, sagt der Name eigentlich das, was der Kanal ausdrücken soll. Gibt es keins, weil ich keine Bücher lese? Erübrigt sich die Frage, habe ich mit der Frage, die ich zuvor beantwortet habe, ja eigentlich schon beantwortet, oder? Möp. Das war gestern den Eurovision Song Contest in Dänemark und davor das Germany's Next Topmodel Finale in Köln in der Lanxess Arena. Das war meine beste Freundin, die Carola, und vorhin meine Mutter natürlich, weil Muttertag ist. SMS habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr geschrieben, von dem her nehme ich die letzte WhatsApp. Und das war meine Schwester, und meine Schwester ist meine Schwester, aus diesem Grund liebe ich sie über alles. Und ja, genau. Boah, da gibt's echt viele. Also ich esse super gerne Eierkuchen mit Pflaumenmus und Zucker und Zimt. Dann aber auch schön deftig irgendwie Gulasch oder Braten mit Knödeln. Yummy, yummy. Pizza geht auch immer. Ja, gibt's eigentlich viel. Absoluter Traum ist irgendwie dieses oder nächstes Jahr die USA-Reise noch hinzubekommen. Ich möchte unbedingt nach New York und mir die Staaten allgemein mal anschauen. Florida, LA, Los Angeles. LA und Los Angeles ist das gleiche. Ja, keine Ahnung, San Francisco, einfach die gesamten Küsten mal abfahren, das wäre so wirklich ein Riesentraum von mir. Letzter Ort, an dem ich war, das war hier innerhalb von Deutschland, wenn ich das jetzt mal aufs Reisen beziehe, also Ostsee, Insel Pöhl, Stuttgart, Köln, Hamburg, und wenn wir ein bisschen weiter gehen, dann war es Ägypten, Sharm el-Sheikh. Das war so das Weiteste die letzten Jahre, kann man sagen. Ich bin urlaubsreif, Leute. Nein, bin ich nicht. Das wollt ihr nicht wirklich wissen. Also diese Antwort behalte ich jetzt mal für mich, aber es ist noch nicht allzu lange her. So viel kann ich sagen. Puh, also so richtig beleidigt kann ich euch gar nicht sagen. Das ist schon Ewigkeiten her. Aber wenn man das jetzt mal hier auf YouTube bezieht, da passiert es eigentlich wöchentlich, dass irgendwie ein dummer Kommentar wie Gay, Schwuchtel oder sonst irgendwas unter ein Video gepostet wird. Aber das nehme ich nicht für voll, weil wer sich hinter einem irgendeinem Pseudonym versteckt und dann so einen Scheiß rauslässt, ja, der hat für mich einfach keine Eier in der Hose. Aber so richtig beleidigt kann ich euch nicht mehr sagen. Ha, Lieblingssüßigkeiten. In jedem Fall Haribos, dann natürlich Skittles. Esse ich super gerne. Dickmänner esse ich super gerne. Was gibt's noch? Ja, ich lutsch gern an Lollis rum. Keine Ahnung. Also wenn ich welche da hab, dann habe ich einen Lolli im Mund. Und ja, das war's eigentlich. Ich habe mal Klavier gespielt. Aktuell spiele ich leider kein Instrument mehr. Würde ich voll gerne machen, aber dazu fehlt mir irgendwie auch die Zeit. Klavier habe ich mal 3 Jahre Unterricht gehabt, aber das war's dann auch.
Lieblingsschmuckstück. Also ich habe hier so einen Ring, den habt ihr vielleicht in dem einen oder anderen Video schon gesehen. Das ist so mein Lieblingsteil. Ansonsten trage ich nicht wirklich Schmuck. Ja. Letzten Sport, den ich gemacht habe, gestern ein bisschen Workout mit Kurzhanteln und Treppenlaufen jeden Tag auf Arbeit. Das war's eigentlich. Aktuell mache ich nicht wirklich viel an Sport. Sollte ich vielleicht mal wieder abändern. Ich habe noch nie wirklich ein Lied gesungen. Also ich summe ab und zu mal mit bei irgendwelchen Tracks, aber ich kann nicht singen. Das wollt ihr nicht wirklich hören. Von dem her gibt es keinen speziellen Track. Ja, Rita Ora, den aktuellen Track Never. Ich kenn den Namen jetzt nicht. Da habe ich das letzte Mal mitgesungen. Wow, darf ich dir mal was sagen? Du hast echt wunderschöne Augen. Ja, natürlich habe ich den schon benutzt, ansonsten würde ich ihn ja nicht sagen. Gechillt habe ich gestern Abend mit meiner Carola Maus, meiner besten Freundin hier bei mir, auf dieser chilligen Couch und habe den Eurovision Song Contest geguckt. Das ist ein Stück weit mit die tollste Frage. Und zwar tagge ich mit diesem TMI-Tag jetzt einfach mal den Mavu 95, den TV Mix Max, Aaron Flocked und Christography. Keine Ahnung, ob ihr den schon gemacht habt. Falls nicht, seid ihr hiermit getaggt und damit aufgefordert, diesen TMI-Tag zu drehen. Ich bin mal gespannt. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, der ein oder andere hat noch die ein oder andere Information von mir erhalten, die er noch nicht wusste. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.